Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Sneak Peek in unserem Spoiler-Countdown zum Release am 15.03. Was wollen wir heute machen? Wir haben uns ja in den letzten 2 Tagen zwei Challenges oder Spar-Challenges angeschaut. Also, was haltet ihr davon, wenn wir heute mal ein kleines Spiel machen? Ja, ich würde sagen, wir gehen heute mal in ein Spiel. Ich zeige euch heute mal ein kleines Spiel. Ja, Miezemaus. Ja, Mäuschen. Ich höre dich. Ich höre dich, mein Schatz. Wir hören dich alle. Ja, wir hören dich alle, mein Schatz. So. Einmal kurz auf Seite. Ja. So, genau. Und zwar Spiel Mai und Glöckchen. Diejenigen von euch, die meinen Jahreskalender schon haben, die kennen Mai und Glöckchen schon. Die gibt es nämlich auch als kleine Spar-Challenge im Jahreskalender für den Monat Mai. Und jetzt dachte ich mir, da muss unbedingt noch ein Spiel passend dazu her, weil ich da so eine kleine Spielidee hatte, angelehnt an die kleine Story, die ihr schon aus dem Kalender kennt. Ja, Mäuschen, es tut mir echt leid. Was ist denn? So, genau. Und zwar folgendermaßen. Ich zeige euch das mal. Ich hole das mal hier einmal aus dem Umschlag. So. Und so. So. Folgendes kommt erstmal. Ich zeige euch erstmal, was ihr da bekommt. Und zwar ein Dashboard natürlich. Mit Mai und Glöckchen. Hinten die Beschreibung und nochmal die kleine Einleitung hier, Spielanleitung. Und dann hier geht es um Maibrit. Freunde nennen sie auch Mai und ihre kleine vierbeinige Freundin Glöckchen. Die beiden haben gemeinsam einen Ausflug gemacht. Plötzlich gab es ein lautes Geräusch und Glöckchen war so erschrocken, dass sie kopflos davonlief. Kannst du den beiden helfen, sich wiederzufinden? Schließlich gehören sie zusammen, die beiden, Mai und Glöckchen. Genau. Und dann haben wir hier nochmal die Spielerklärung. Das sage ich euch jetzt direkt, das brauche ich euch nicht vorlesen. So, genau. Dann gibt es dazu natürlich einen beidseitigen Tracker. Wie ihr seht, foliert, sodass ihr es auch immer wieder wegwischen und neu verwenden könnt. Und es gibt dazu eine Karte, einmal die Spurensuche hier auf der Seite zum Rubbeln und einmal Snacktime auf dieser Seite zum Würfeln oder Losen. So, hier haben wir ja, seht ihr, unterteilt, ne, für Mai und für Glöckchen die Snacks. So, genau. Dann gibt es dazu zwei kleine Kärtchen. Wozu die da sind, zeige ich euch gleich. Und es gibt zwei Magnete, also zwei Spielfiguren. Ich habe die hier schon auf meinem Spielfeld drauf. Warte mal, ich schiebe euch die mal nebeneinander. Kann ich euch die besser zeigen? Hier. Und zwar haben wir einmal die Spielfigur natürlich von Glöckchen und einmal die Spielfigur von Mai. Macht ja auch Sinn, ne? Zwei Magnete. Genau. So. Und zwar wird dieses Spiel mit zwei Spielfiguren parallel gespielt. Einmal hier oben Mai, einmal da unten Glöckchen. So, und ihr beginnt im Endeffekt mit den beiden Kärtchen, muschelt die verdeckt durch und zieht dann ein Kärtchen entsprechend. Oh, wir nehmen jetzt mal dieses. Genau, jetzt haben wir in dem Fall Glöckchen gezogen, also macht ihr den aktuellen Spielzug auch mit Glöckchen, ne? So entscheidet ihr immer, mit wem ihr den aktuellen Spielzug macht. Und dann wird halt gewürfelt. Glöckchen geht hier in diese Richtung. Und Mai startet hier oben und geht in diese Richtung. Und alle beide laufen halt immer parallel, je nachdem, mit welcher Figur ihr euren aktuellen Zug macht. Das heißt, irgendwann ist dann vielleicht einer hier und der andere, keine Ahnung, hier oder wo auch immer. Dann haben wir hier zum Beispiel auch noch Felder, wo ihr von einem Feld aufs nächste rüberspringen könnt, was euch im Endeffekt nachher einen Vorteil bringen könnte. Zum Ende hin komme ich gleich drauf. Wir haben hier natürlich wieder Aktivitätsfelder. Wir haben zum einen natürlich die Lupe, die euch auf die Spurensuchekarte verweist, wo es gilt, insgesamt 5 Spuren zu finden. Die müsst ihr hier hinten drauf abkreuzen.
oder die euch auf die Snack-Time-Karte verweist, wo es dann hier hingeht, damit die beiden ein bisschen Energie tanken können für die weitere Suche nacheinander. Und dann haben wir hier noch einige andere Aktivitätsfelder, zum Beispiel hier der Wechsel. Na, also hier in dem Fall, wenn du auf dieses Feld kommst, beispielsweise mit Mai, dann kannst du entscheiden, ob du wechseln möchtest und einen zusätzlichen Spielzug mit Glöckchen noch machen möchtest oder halt umgekehrt. Genau, wenn du hier auf diese Pfeile kommt, dann geht es in die entgegengesetzte Richtung einmal. Also beispielsweise Glöckchen läuft so lang. Und wenn du auf dieses Feld kommst, würfelst du nochmal und dann kann Glöckchen quasi in die entgegengesetzte Richtung ziehen. Macht am Ende auch Sinn, weil, also hier haben wir noch zwei andere Aktivitätsfelder, weil Ziel des Spiels ist nämlich, erstmal müsst ihr alle fünf Spuren sammeln, ne? Weil wir brauchen ja, die brauchen ja Spuren, damit sie einander finden können. Und wenn ihr alle fünf Spuren gesammelt habt, ist Ziel des Spiels oder Endziel des Spiels, dass sich Mai und Glöckchen natürlich finden. Soll heißen, Endziel ist es, dass ihr mit Mai und Glöckchen irgendwann auf dem gleichen Spielfeld landet. Und wenn ihr dann vorher alle fünf Spuren gefunden habt und im Anschluss dann mit beiden auf dem gleichen Spielfeld landet, dann haben sich die beiden gefunden und ja, happily ever after. Mai und Glöckchen, weil die gehören zusammen, ne? Genau, so. Und deswegen macht zum Ende hin dann natürlich auch oder generell auch Sinn, dass ihr zum Beispiel halt die Figur wechseln könnt oder dass ihr die Zugrichtung wechselt oder dass ihr überlegt, macht es Sinn, von hier nach darüber zu springen, wenn ihr auf dieses Feld kommt. Weil im Endeffekt müsst ihr natürlich gucken, was macht am meisten Sinn, mit welchem Charakter in welche Richtung zu ziehen, damit die möglichst natürlich in die Nähe voneinander erstmal kommen, um dann eventuell irgendwann mit beiden auf das gleiche Spielfeld zu kommen, damit die sich wiederfinden. Genau, so das ist das Spielprinzip von Mai und Glöckchen. Genau, Sparsummen sind relativ human, denke ich mal 2 Euro, 3 Euro, was in diese Richtung geht. Auf der Rubbelkarte auch 1, 2, 3, 4, 5 Euro in diese Richtung. Hier habt ihr auch wieder die Wahl zwischen einer niedrigen und einer höheren Summe. Und ich denke mal, das läppert sich am Ende wieder so ein bisschen zusammen, aber generell eigentlich humane Beträge. Außer am Ende, da spart ihr nochmal final 20 Euro, um das Wiedersehen der beiden zu feiern. So, genau, das ist Mai und Glöckchen. Und ich finde es mega cute. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Ich hoffe, es bringt euch ganz viel Spaß. Und ja, das war der Sneak Peek, der heutige Sneak Peek. Und wir sehen uns dann... Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Nee, nicht am Sonntag, am Montag. Ach, mein Raumzeitkontinuum ist komplett verschoben. Ne? Wir sehen uns dann am Montag wieder zum nächsten Sneak Peek, zum nächsten Spoiler für den Release am 15.03. Bis dahin, macht's gut!